Ja, kurze Übung. Ja, kurze Übung. Wir sind bei linearen Funktionen. Wir machen es wie folgt. Also wir hier am Gymnasium machen es wie folgt, dass wir erst die Skizze für den Graphen aus den Funktionen ermitteln, also zuerst skizzieren. Ich meine, kein sauber zeichnen. Dann schätzen wir die Werte und dann errechnen wir die Werte. Also Kreuzung mit der X-Achse, mit der Y-Achse und Schnittpunkt der beiden Graphen, wenn vorhanden. Ich habe das schon mal kurz vorgearbeitet, das geht schneller. F von X ist blau, G von X ist pink. Gesucht ist also die Skizze für den Graphen, dann die geschätzten Werte für X0 von F und X0G. Man schreibt es hier unten ran als Index, ne? Und dann den Schnittpunkt zwischen F und G. Dann aber auch berechnet, also hier gäbe es zum Beispiel dann im Test einen Punkt. Hier gibt es auch eine für die Skizze. Naja, gibt es bei der Genauigkeit gibt's zwei, wir haben ja zwei Graphen. Eins, noch ein Pünktchen, noch ein Pünktchen, noch ein Pünktchen. Wobei Y 0 immer ganz einfach abzulesen ist, sogar schon einfach hier abzulesen. Also wer das nicht kann, der sollte sich was überlegen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte. Ja, so habe ich mir das gedacht. 9 Punkte pro Aufgabe, sehe dann zum Beispiel so aus, gegeben und dann Action. So ist dann so eine Aufgabe für einen Test. Machen wir es mal ganz schnell. Ich habe hier die Skizze schon mal vorbereitet, dürfte nicht so schwer sein. Hier diese blaue, also F von X, dieser Graph, da habe ich zwei wichtige Punkte bei minus 4, Kreuzung mit der Y-Achse, unser erster Startpunkt, zweiter Punkt über ein Steigungsdreieck. Also, da das ja 2 Fünftel heißt, sagen wir, einmal eine 1 eingesetzt, ergäbe nur 2 Fünftel, also ein Mini-Steigungsdreieck, das wäre zu blöd. Also gehen wir gleich mit dem Nenner vor. 5 mal rechts, immer zuerst in Richtung X und dann 2 mal hoch und dann landen wir hier ungefähr. Und dementsprechend minus X plus 2 plus 2 und einen runter, ne, hier steht eine stille 1 davor. Dann kommen wir auf folgende Schätzwerte. Probieren wir das mal aus, gerechnet wäre dann, also... Wie komme ich darauf, dass ich y 0 von f errechnen kann? Ganz einfach, indem ich eine 0 hier einsetze, dann bleibt auch minus 4 übrig. Das aber aufzuschreiben ist schon fast Schmuck am Nachthemd. Kommen wir zu x 0 f. Also, ich mache das in blau, dann sieht man es besser. x 0 f funktioniert dann, wenn der y-Wert 0 ist. Also kann ich die erste Gleichung 0 setzen. 0 ist gleich 2 Fünftel x minus 4. Oh. Jetzt habe ich es beinahe verdorben. Minus 4. Jetzt mal ganz schnell hintereinander weg. Plus 4 ergibt 4 ist gleich 2 Fünftel x. Es stört 2 Fünftel, also mal 5 halbe. Mal 5 halbe heißt 5 mal 4 ist 20 durch 2, 10. Bei 10 ist x 0 f. Das Ganze müsste ja dann mit y 0 f auch funktionieren. Mache ich das in lila. 0 soll also minus x plus 2 sein, naja, rüber mit der 2, minus 2 ist minus x, klar. Ich wollte es ja so machen, dass wir das exakt machen. Jetzt mal minus 1 nehmen, davon kommt das, denn ich will ja ein sauberes x. Also habe ich 2 ist gleich x0g. So, fertig. Und wie errechnet man letzten Endes den Schnittpunkt, indem man beide Gleichungen, nämlich beide Funktionsgleichungen, gleichsetzt? Warum? Weil sie hier auch den gleichen x- und y-Wert haben, kann ich sagen, dann müssen sie auch beide hier f von x und g von x muss an der Stelle gleich sein. Machen wir das noch in Rot. In Rot geschrieben heißt das, wie hieß die erste? Jetzt habe ich es weg. 2 Fünftel x minus 4 soll sein wie minus x plus 2. Naja, jetzt geht's los. Wo sind mehr x'e? Hier sind es auf keinen Fall. Das sind zwar ein Eintel oder 5 Fünftel, aber Minus. Also rüber damit. Plus x. Und damit wir gleich die 4 dann rüber kriegen, plus 4. Auf einen Schlag. Plus x bedeutet das, 5 Fünftel und 2 Fünftel sind 7 Fünftel x. Und die 4 ist verschwunden. Und hier drüben steht plus 4 minus 2 ist bloß noch 2. Jetzt den ganzen Kram mal 5 halbe. Dann ergibt sich, ich mache jetzt mal hier weiter, 2 mal 5 ist 10 oder 2 durch 2 ist 1 mal 5, also ist xs von den beiden, geht gleich, kleinen Moment, ist demzufolge dann 5.
Und YS kriegen wir noch raus, indem wir einsetzen. Aber hier ist eine Frage. Ja, ich habe Mist gemacht. Ich habe hier dieses Plus, das hier. Das hatte ich hier falsch eingesetzt. Ja, hier. Das kommt vom Schmieren. Wunderschön. Jetzt wissen wir gleich, wie Schmieren funktioniert. So, also. 2 plus 4 ist 6. So, und jetzt muss ich dann also mal 5 halbe nehmen. 6 mal 5 ist 30, durch 2 ist 15. XS ist 15. Und jetzt wird es spannend. Jetzt sollten wir das mal überprüfen. Der x-Wert von s soll 15 sein. Irgendwas ist schiefgegangen. Und das ist die ideale Möglichkeit. Wenn ich die Graphen einigermaßen richtig skizziert habe, kann ich überprüfen, ob ich hier schon mal richtig gerechnet habe. Wenn ich nämlich mit xs weiterrechne und dann einen verrückten y-Wert dafür rauskriege, dann stimmt es gar nicht mehr. Jetzt habe ich hier schon mal eine Art Halt-Stopp-Signal und kann sagen, hier stimmt das, indem ich hier nachgucke. Was habe ich geschätzt? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der Fehler ist. Achtung, das kommt auch von der Schmiererei. Wunderschön. Hier steht 5 halbe. Naja, 5 Siebtel muss es heißen. Also, hier steht eine 7. Aber, naja, wie gesagt, durch die Schmiererei. Ich bin selber schuld. Also, jetzt muss ich sagen, 6 mal 5 ist 30 durch 7. 30 durch 7? Ich radiere das mal weg. So, 30 durch 7 geht wie folgt. 30 durch 7 ist 28, durch 7 ist 4. Und jetzt bleibt noch übrig 2 Siebtel. Wie macht man das zu einer Kommazahl? Brauchen wir jetzt nicht, denn YS brauchen wir auch noch. YS ermittelt man, indem man in eine Form, in eine der beiden Gleichungen einsetzt. Wir nehmen natürlich die leichtere, wir werden ja bekloppt. Dann sagen wir also, ist minus x, x haben wir 4, 2 Siebtel raus. 4, 2 Siebtel, beziehungsweise 30 Siebtel. Jetzt merken wir auch, warum 30 Siebtel wesentlich schöner ist zum Rechnen. Wenn ich hier mit 4, 2 Siebtel arbeite, muss ich wieder umbauen. Also minus 30 Siebtel plus 2. Und die 2 sind 14 Siebtel. Das zusammengerechnet, YS ergibt demzufolge minus 16 Siebtel. Minus 16 Siebtel. Das kann ich aber nicht zeichnen, deswegen brauche ich schon so einen Wert wie 4, und. Oder 4, 2 Siebtel lässt sich manchmal auch noch ein bisschen einigermaßen darstellen. Also muss ich das noch umrechnen. 16 durch 7 ist 2, 2 Siebtel. Oder als Kommawert, dann muss ich 2 durch 7 teilen. Das wären also knapp 2,3. Ne? Rund 2,3. Wer fragt warum? Das ist zum Zeichnen. Das ist der zeichnerische Wert. Und hier rund 4,3. Jetzt gucke ich mal. Ja, das passt einigermaßen. Hier. An der Stelle wird geguckt. Das ist immer meine Kontrolle. Das hier, beziehungsweise diese Zwischenwerte, hier solche Werte, die kann man hier wunderbar ermitteln. So, und da der Schnittpunkt ja direkt gefragt ist, kleinen Moment, das wollte ich noch schnell ergänzen, gebe ich den Schnittpunkt wie folgt an, als entweder 30 Siebtel und 16, minus 16 Siebtel, oder ich mache das als gemischte Zahl, das ist mir dann egal, aber nicht als Kommazahl, das geht nicht. Ne, also Schnittpunkt wird angegeben als 30 Siebtel Semikolon. Bei Kommazahlen brauchen wir das als direkten Trenner, ein Semikolon. Und minus 16 Siebtel. Jetzt wäre das eindeutig berechnet. Alles andere, wenn ich das hier mit Kommazahlen mache, dann wäre ich immer ungenauer. Und mit Kommazahlen rechnet man hier schon gar nicht weiter, weil das total verrückt ist. Das sind nämlich gar nicht 2,3. Und dann hole ich mir einen Fehler rein. Das darf nicht sein. So, Moment. Na klar, minus. Hier fehlt das Minus. Minus. Hier, ich hatte es ja schon stehen. Kommt davon, wenn man schmiert. Ich habe mir selber ein Bein gestellt. Und das, obwohl ich es können müsste. Naja, Moment, sind noch Fragen? So, also das wäre die erste Aufgabe. Damit sollte man sich auskennen. Jetzt hier die zweite Aufgabe. Jetzt Pause-Taste drücken, so wie ich das mache. Aufgabe abschreiben und rechnen. Und jetzt kommt die nächste Aufgabe. Also hätten wir drei Aufgaben, 3 mal 9 Punkte, 27 Punkte. Da kann man schon einiges rausholen, ne?
Dann kann man sich auch mal einen kleinen Fehler leisten. So, ich schließe jetzt das Video ab, das zum Üben. Übt es zu Hause und zwar innerhalb von maximal 10 Minuten eine Aufgabe. Also das ist ja nur skizzieren, ohne große Hilfsmittel. Daraus abschätzen, das kann man auch schnell. Und die Rechnerei, die kennt ihr. So, ich schließe. Kleinen Moment, hier gibt es noch eine Frage. Mein Tipp am Rande, also ein Tipp. Wenn zum Beispiel da steht, minus 3x plus 4, ne, das wäre die eine Funktion, ist gleich x minus 3 oder sowas. Die mehreren x bleiben, wo sie sind. Und das sind nun mal hier, diese hier. Die sind mehr. Warum? Hier steht zwar betragsmäßig eine stille 1 davor, aber es sind echte x, positive x. Das sind Schulden x hier, minus 3x. Also ist der nächste Befehl logisch. Rüber damit. Plus 3x. So geht's weiter. Das ist der nächste Schritt. Ja, dann habe ich hier 4 ist gleich 4x minus 3. Ja, jetzt. Und jetzt habe ich auch mehr, also hier sind mehr x, weil das hier Schulden x sind. Jetzt rüber mit der 3, dann heißt es 7 ist, ja, ist gleich 4x, na, und so weiter und so fort. Das war nochmal der Regie-Tipp. Aber ich schließe jetzt das Video wirklich ab. Also fröhliches Üben.